So, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir da müssen. So, warte mal kurz. Zum Bauen stelle ich das doch nochmal runter. Das leckt mir dann doch ein bisschen zu arg. Während dem Bauen, dann ist das dann doch ein bisschen doof. So. Okay. So, wir haben das jetzt da drüben angefangen, jetzt weiß ich sogar gar nicht mehr. Ach ja, hier Erde dran, so. Und da dann Glas, so. Ach, jetzt wollen wir mal gucken, hier ein Stack neben dran legen, so. Aber dann noch Erde drin. Hallo? Er macht den Rucksack nicht auf. Hä? Hallo. Ist jetzt beleidigt? Hallöchen. Er macht den Rucksack ja nicht auf. Okay. So, da sind wir wieder und es geht wieder. Minecraft hat einfach nur einen Absturz, aber jetzt läuft's wieder. So. Jetzt ist das Problem, da hat jetzt nicht alles gespeichert, was wir da drüben gebastelt haben. Aber gut, das können wir ja noch nachbauen, ist ja jetzt nicht so tragisch. So. Das dürfte schon richtig geil werden. Ich muss dann auch mal gucken, dass ich Seamless Glass noch mit reinpacke. Dann dürfte das Ganze noch wesentlich interessanter aussehen. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. So. Ich weiß jetzt halt, wie gesagt, nicht, wie weit wir da jetzt raus müssen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie weit wir gebaut haben, aber das sehen wir dann nachher. Das geht dann ja schon. So. Das müssen wir noch ein bisschen anders basteln, sonst sieht das so spitz aussieht nachher. Wobei, das geht eigentlich. Weil wir müssen jetzt im Prinzip, das können wir mit Erde machen, einmal rausziehen, dass ich weiß, wo die dann zusammentreffen. Und das Schlussstück bauen wir dann anders da. Jetzt sieht der riesige Schatten wegen den 5 Blöcken oder was? So. Erde wollte ich noch gucken. Da haben wir nichts. Da haben wir noch ein bisschen. So. Okay. Ich ziehe das jetzt gerade mal mit Erde raus. Wie gesagt, dass ich weiß, wo die zusammentreffen. Und dann kann man mal gucken, wie wir das weitermachen, das Ganze. Huch. Ach. Der da weg, so. 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 Okay. Das dürfte erstmal reichen. Dann ziehen wir den da drüben mal weiter. Ach, sogar schon fast zu weit, glaube ich. Huch. Das dürfte schon zu weit sein. Halt. Wieder aus dem Creative Mode raus. So. Aber schon gleich drüben antreffen. Normalerweise. Oh ne, nicht mal. Oh, guck mal. Ist ja supi. So.
Hier treffen wir dann aufeinander. So, hier wäre dann Abschluss. Sehr schön. Okay. Warum läuft das hier auf eine Spitze aus? Das ist doch asymmetrisch. Oder haben wir jetzt doch einen breiter gebaut? Na, keine Ahnung. Egal. So, jetzt. Mitte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier wäre dann 7. Das heißt, hier machen wir dann weiter. Auf der Seite läuft das Glas. Also geht das hier rum. So. Und so. So, so. So läuft das dann ein bisschen rum hier. Dann sieht das nicht ganz so klobisch-eckig aus. So. Oder hier machen wir dann einfach breiter, weil hier Abschluss ist. So. Dann haben wir hier ein schönes gerades Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann geht das auch auf. So, da und da, da, nur mal gucken, wie weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, lässt sich blöd zählen jetzt, warte mal, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei 7 fängt Glas ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da. So. Genau, passt. Wunderbar. So, und da hinten läuft dann der Glasstreifen weiter. Dann haben wir jetzt wenigstens so eine Art Baugerüst hier stehen. Dann laufen wir nicht ganz nackig hier rum. So. So. Ach, das können wir jetzt auch per Handschlag machen, das geht ja auch. So. Na, siehst du da. Huch. Da haben wir es ja schon. So. Okay, dann brauchen wir das Ding da hinten gar nicht. Eben wieder abklatschen hier. So. Hätte ich mir beinahe den Boden unter den Füßen weggegraben hier. Wäre nicht so gut gekommen. So. Sehr gut. Dann haben wir das mal stehen. Ach ja. Das könnte aber schon ganz geil aussehen nachher. Dürfte interessant werden. Gut, aber ich will ja auch noch die Unterwasserstadt bauen. Da werden wir richtig viel Glas brauchen. Da haben wir richtig was zu tun. Wenn man so über die Glasblöcke rennt, das sieht schräg aus. So, machen wir das ganze Gerüst mal weg. So. Und hier außen läuft Glas weiter, genau. Ach so, nee, warte mal, den müssen wir ja lassen. Sonst kann ich ja hier gar kein Glas weitersetzen. Also die linke Reihe müssen wir noch stehen lassen, sonst können wir da kein Glas reinpacken. Aber das kriegen wir noch hin. Huch. So. Da und da. So. Ja, warum nehme ich mir immer so große Bauprojekte vor?
Naja. So. Aber jetzt können wir sie schön hinpappen hier. So, 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 so. Jetzt haben wir alles. Sehr gut. Okay, dann klatschen wir mal die ganze Erde weg, ziehen mal den Boden rein. Und dann die Wände und den Innenausbau dann. Ach ja. Ja, da werden wir noch ein Stückchen zu tun haben hier. Aber ich werde jetzt dann eh gleich eine Aufnahmepause machen, da ich nochmal weg muss. Ich wollte das jetzt bloß schon mal anfangen. Dass wir hier wenigstens mal den Grundrahmen stehen haben. Scheiße. Und dann gucken wir mal in die nächste Aufnahme. Da lege ich mir dann auch mal ein Thema zurecht. Das war jetzt, wie gesagt, nur meine Kurzaufnahme. Hier wollte ich jetzt einfach mal kurz einen Rahmen setzen, schon mal, dass wir den haben. So. Okay, haben wir stehen. Sehr gut. So. Und nächste Aufnahme gucken wir dann mal. Wie gesagt, lege ich mir dann auch ein Thema zurecht, dass wir nicht wieder so ganz plan- und wortlos hier rumfliegen müssen. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier bauen. Die Seamless Glass will ich mal noch gucken, dass man den noch drin packt. So. Ich hoffe nur, dass da keine Probleme gibt wegen den ganzen Mods, wo wir jetzt installiert haben. Fände ich nicht so prickelnd. Wenn wir da jetzt dann Probleme kriegen würden, wäre doof. So. Der Boden ist eigentlich relativ schnell reingezimmert. Doof ist halt, Glasboden müssen wir aufpassen, wenn wir uns da mal verbauen. Dann wäre es teuer. Wir haben nämlich eh nicht genug Glas. Das reicht so oder so nicht. So. Der Glasboden reicht nie. Das Glas reicht niemals. Wir müssen da noch die Wände bauen und alles. Die Baumplantage, die Felder alles noch einsäumen. Das reicht niemals. So. Ach ja. Ja, ein bisschen Glas haben wir noch. Das tacker ich mal noch in die Zeit, habe ich noch. Aber ja, viel weiter reicht es dann doch nicht. Reicht es dann auch nicht, da ich ja noch weg muss. Huch. So. Das Glas reicht niemals. Das ist alles so schnell flöten hier. Huch. Ja, siehst du, das ist schon verbaut. Scheiße. So. Ach, Alter. Da, da, da. Stapelglas haben wir noch. Ich will gar nicht nachgucken, wie viel wir noch haben. Auf jeden Fall reicht es nicht. So. Da haben wir ein Stückchen schon mal stehen. Mit Seamless Glass sieht das bestimmt geil aus. Ach, wir haben wir doch noch ein bisschen. Okay. Da können wir noch ein bisschen was weitermachen hier. So. Wenn wir die ganze Schräge hier rausgebaut haben, haben wir schon ein ganzes Stückchen weg wieder. So. Ja, mit Flymod wäre es jetzt natürlich einfacher, ganz klar. Ja, aber für die Baumplantage mag das ganz okay gewesen sein. Mod spinnt wieder. Gibt er mir es nach auf einmal. Für die Baumplantage war das mal okay, da konnte man das mal machen, aber so muss das nicht sein. Mit der Unterwasserstadt, das wird noch ganz witzig. Weil wir da größtenteils im Wasser bauen müssen.
das ganze Ding hier unten, da müssen wir alles rausholen. Die Insel hier, die verschwindet komplett. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da werden wir viele Höhlen ausheben dann. Also viele Höhlen werden da verschwinden. Wenn da überhaupt welche sind, weiß ich ja gar nicht. Müssen wir mal gucken. Wird interessant. So, machen wir immer noch eine Viererreihe. Ach ja. Ich spreche mir jetzt fast einen kleinen Finger, weil ich hier permanent auf der Shift-Taste hänge. Dass er hier nur schleicht, dass ich den nicht runterfalle. Aber jetzt haben wir eh nicht mehr viel Glas. So. Müssen wir in der nächsten Aufnahme erstmal. Wer hätte es gedacht? Sandkrabbeln gehen. Problem ist ja, die enchantete Schaufel haben wir ja auch nicht im Moment zur Verfügung. Die müssen wir auch erstmal reparieren. Das wird interessant. Das wird interessant. So. So. Ah, die Sonne geht gerade auf. Okay. Schon ein bisschen nervig, die Bauerei hier. Beziehungsweise das ganze Rumgeschleiche hier auf der Baustelle. Weil du hier nichts gescheit machen kannst. So, das Stückchen haben wir jetzt gleich zu. Oh. Jedes Mal Glas verschwendet hier. Naja, gut, egal. Wir können ja wieder machen. Was soll's? Was soll der Geiz? Was kostet die Welt? Weißt du, wir können ja uns hier wieder endlos nachholen. Ist jetzt nicht das Problem. Jetzt haben wir eh nur noch 35. Okay. Machen wir jetzt gerade mal noch so weit, wie das reicht. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Kommt da zeitlich ganz gut noch hin. So. Zack, zack. So. Okay. Dann hätten wir das mal soweit. Jetzt haben wir nichts mehr an Glas dabei. Okay. Gut. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme dann wieder. Und dann geht's weiter an dem Glaskasten. An der Aussichtsplattform. Werden wir mal gucken. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder. Tschüss!